Hey Leute, ich bin Smack Paverick. In diesem Video zeige ich euch einmal, welche Möglichkeiten ihr habt bei den Einstellungen vom Windows Defender und wie ihr den Antivirenschutz einstellen müsst. Öffnen könnt ihr den einmal hierüber oder eben ganz ja, locker easy über die Windows-Einstellung. Da findet ihr es auch. Einstellung, Datenschutz, Sicherheit, Windows-Sicherheit und dann hier oben gleich der Browserschutz. So, ich wandere mal ein bisschen hier rüber. Denn hier müssen wir auch noch gleich zukommen, aber erstmal kommen wir hier in dem Bereich. Eine Schnellprüfung kann man hier durchführen, wenn man jetzt irgendwie mal einen Verdacht hat und will schnell prüfen. Ansonsten hat man auch die Scan-Option, wo man vollständigen Scan ausführen kann oder eben benutzerdefiniert, wenn man jetzt nur einen gewissen Speicherort auswählen will. Also manuell kann man hier auch das Ganze starten. Jetzt kommen wir mal zu den Einstellungen, ja, um diese zu verwalten. Echtzeitschutz sollte aktiviert sein, damit auch in Echtzeit das System geprüft wird, wenn irgendwelche Veränderungen auftreten, damit das System das erkennt. Wenn ihr den Echtzeitschutz nicht aktivieren könnt, kann es daran liegen, dass ihr einen anderen Virenkiller oder Virenschutz benutzt, der in Echtzeit läuft. Dann müsstet ihr diesen halt deaktivieren oder deinstallieren. Cloud-basierten Schutz habe ich auch aktiviert, damit es auch da in dem Bereich getestet, geprüft wird. Und ja, hier automatische Daten übermitteln. Da werden halt die Daten an Microsoft übermittelt. Damit sich das Ganze auch weiterentwickelt und wichtig auch den Manipulationsschutz einmal zu aktivieren. So, dann kommen wir mal weiter. Man hat hier noch den Bereich Schutzupdate. Hier kann man sehen, wann bei mir das Update gefahren worden ist. Dadurch, dass der in Echtzeit aktiviert ist, wird das auch automatisch gemacht. Ansonsten könnte man hier auch manuell nach Updates eben entsprechend suchen. So, dann Ransom. Schutz OneDrive habe ich hier in dem Fall nicht, das benutze ich nicht, aber Ransom Schutz, den sollte man einschalten hier. Ja, wenn das nicht einzuschalten geht, dann wahrscheinlich, weil ihr den Echtzeitschutz nicht aktiviert habt, der muss nämlich aktiviert sein. Und ja, hier wie gesagt, das untere OneDrive, das benutze ich in dem Fall nicht, deshalb ja, richte ich mir das hier auch nicht ein. So, dann haben wir noch weitere Sachen hier, Firewall und Netzwerkschutz. Das ist soweit hier alles von Windows schon eingestellt und auch ja, alles tutti. Da müsst ihr nichts weiter machen. App- und Browser-Steuerung haben wir hier dann noch. Ja, das ist eben, wenn ihr den Microsoft Edge benutzt, aber den benutze ich nicht. Deshalb, ja, wäre alles eingestellt, wenn ich das eben entsprechend verwenden würde. Ja, mehr müsst ihr eigentlich auch gar nicht einstellen. Man muss meiner Meinung nach keine anderen Systeme kaufen. Mittlerweile ist der Defender ganz gut, dass er genauso sicher ist wie jetzt irgendwelche Freeware-Programme oder sowas, die ihr nehmt. Es gibt sicherlich bessere auf dem Markt, aber ja, wer nicht unbedingt extrem viel Geld ausgeben will, der kann mit diesem System hier ohne weiteres zurechtkommen. Ich hoffe, das Video war informativ. Wenn ja, Daumen nach oben, gerne ein Abo dalassen. Bis dann, euer MacPaverick.